Das Einsatzstichwort lautete Pkw vor Zug. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie ist das Auto vorzufinden? Gibt es Verletzte oder Schlimmeres? Beim Eintreffen, ich war mit als Erste vor Ort mit dem Esener Ortsbrandmeister. Und die Person aus dem Auto war wohl auf. Und ja, wir haben dann unser schnell aufbares Einsatzzelt haben wir positioniert, wo dann die Bahnreisenden untergebracht werden konnten, weil die aus dem Zug befreit werden sollten. Also hier ist eine Strecke, die prädestiniert dafür ist, Auto vor Zug. Das ist nicht nur hier an diesem Bahnübergang, sondern halt auch weiter hinten, Koldehörner Straße, haben wir schon öfter gehabt. Öfter auch mit schlimmem Ausgang. Wir sind jetzt einfach nur zufrieden, dass es allen Beteiligten gut geht. Thank you.